Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, beziehungsweise, ja, ich begrüße euch alleine. Wir waren letzte Woche nicht da für euch, beziehungsweise es kam kein Video. Das bitte ich zu entschuldigen, da kam was dazwischen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz wird dieses Video ein cooles Thema für euch parat haben. Bleibt dran und seid gespannt. Wir sind auf eine Grillparty eingeladen, okay? Und Nadja hat ein typisches Problem. Das werden wir gleich mal uns angucken, was für ein Problem sie hat. Aber ja, ich glaube, damit kämpft jeder Mann in einer Beziehung. Wie auch immer. Ja, ich trage ein Ananas-T-Shirt. Und ja, gehen wir mal rüber zu Nadja, mal sehen, was sie für ein Problem hat. Na? Hallo. Was für ein Problem hast du? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Bitte? Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Warum nicht? Erstens, weil es kalt ist. Das ist ja keine Begründung bei dir. Dir ist immer kalt. Ja, das stimmt. Mir ist auch jetzt gerade kalt. Dementsprechend, ja, weiß ich einfach nicht, was ich anziehen soll, weil gefühlt ist alles langweilig. Okay. Ich habe zur Auswahl ein schwarzes Kleid, ein blaues Kleid, ein Rollkragen oder ein Hoodie. Was sagst du? Was soll ich anziehen? Was ziehst du an? Ich zieh das an, was ich anhab, nämlich ein Ananas-Shirt. Und was soll ich anziehen? Sag mir das. Wir stehen immer vor demselben Problem. Ich habe gefühlt nichts zum Anziehen, aber ist mein Kleiderschrank so voll, dass er platzt. Dass er wirklich Platz. Und wir wollen hinzufügen, du hast auch deutlich mehr Platz als ich. Eine ganze Kommode. Stimmt. Ich wollte mir schon ein neues Kleid bestellen. Schon wieder? Ein sehr hübsches. Aber, naja. Was hat dich Gott sei Dank davon abgebracht? Erstens, weil mein Kleiderschrank wirklich voll ist. Zweitens, weil Gurken inzwischen sogar 2 Euro kosten. Also können wir lieber das Geld für ein Kleid in Gurken investieren oder Gemüse. Aha. Und drittens, weil ich ja immer auf Zalando bestellt habe und jetzt irgendwie ein bisschen Bedenken habe. Hä, warum? Was ist mit Zalando? Zalando ist doch ein cooler Shop. Tja, tatsächlich ist Zalando einer der größten Shops in ganz Europa und hatte 2021 mehr als 250 Millionen Bestellungen, was schon eine enorme Zahl ist. Zalando wirbt mit klimaneutraler Lieferung und Retoure. Die geben sozusagen an, eine netto positive Auswirkung auf Umwelt und Mensch zu haben und sagt, dass 97% aller Retouren wieder über Zalando verkauft werden. Die restlichen Prozente sollen über Zalando Outlet oder über Zalando Lounge verkauft werden. Und weniger als 0,05% werden in Ausnahmefällen vernichtet. Reporter haben eine Testbestellung bei Zalando getätigt, um sie dann wieder retour zu schicken. Dabei haben sie GPS-Tracker eingenäht in die Ware und haben es dann tatsächlich einfach wieder zurückgegeben, um die Retour bzw. die Strecke nachzuvollziehen, ob tatsächlich diese Angaben von Zalando stimmen oder ob es Greenwashing ist. Dabei wurden 10 Kleidungsstücke bestellt und das erste, was dabei herauskam, dass eine Retoure von Zalando in der Regel erstmal in Polen landet, wobei die Kleidungsstücke überprüft werden und sortiert werden, ob zum Beispiel sie nach Rauch riechen oder nach Parfüm riechen. Eine Mitarbeiterin hat dabei angegeben, dass Kleidungsstücke, die nach Rauch oder Parfüm gerochen haben, schon wegkommen, wobei Zalando dieses Statement natürlich dementiert. Diese Mitarbeiterin hat aber auch angegeben, dass sie dabei war, als Kleidungsstücke vernichtet wurden. Auf Nachfrage hin räumt Zalando ein, dass nur 97% bestimmter Marken die Kleidungsstücke wieder verkauft werden. Also quasi im normalen Zalando-Shop. Dabei darf man nicht vergessen, dass Zalando mehr als 1600 Marken vertreibt, wovon dann nur einzelne zu 97% bei einer Retoure wieder weiterverkauft werden. Das deckt sich auch mit dem, was die Reporter herausgefunden haben durch ihre GPS-Tracker. Ein Babystrampler, der zu den 10 Kleidungsstücken gehörte, legte allein schon 7000 Kilometer zurück. Alle 10 Kleidungsstücke zusammen 29.000 Kilometer. Ihr müsst euch also vorstellen, dass die Retoure von 10 Kleidungsstücken insgesamt 29.000 Kilometer zurückgelegt hat. Das ist weder klimaneutral, noch hat das irgendwelche positive Auswirkungen. Das Perfide daran ist, dass Zalando LKWs benutzt als Lagerräume, als mobile Lagerräume. Das bedeutet, die Kleidungsstücke bzw. die Retoure, die dann im LKW landet, mobil unterwegs ist, um dann schneller beim nächsten Kunden wieder zu landen.
So kommen auch die 29.000 Kilometer unter anderem zustande. Unter anderem ist ein Partner von Zalando auch Trendyol. Okay, Freunde, hat mich entschieden. Muss mich jetzt gleich nur noch umziehen. Und Manu hat sich entschieden, in seinem Ananas-Shirt zu bleiben. Willst du sicher kein Hemd oder so drüber ziehen? Ist kalt. Ich habe zwar ein Hemd. Also so ein Überwurf. Cooles Hemd halt. Ja, so ein Hemd, was man drüber zieht. Das habe ich damals bei Trendyol gekauft. Ja. Tatsächlich müssen wir uns da echt selber bashen, dass wir vor 2,5 Jahren... 1,5, 2 Jahren, keine Ahnung. Dass wir tatsächlich selber mal bei Trendyol bestellt haben, weil Manu immer gern bei Zara gekauft hat, ich gern bei Mango. Ich finde halt, bei Zara finde ich den Style halt so geil. Und weil wir halt gesagt haben, okay, die Qualität hat halt nachgelassen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren halt mal aus, ob das von der Qualität her in Ordnung ist, aber wir müssen da leider zugeben. Das war absoluter Müll. Dass wir das bestellt haben, war eine sehr, sehr grob falsche Entscheidung. Die Qualität ist so im Nachhinein absoluter Müll. Ich habe kein einziges T-Shirt gehabt, das zwei Wäscheladungen... überstanden hat, ohne einzulaufen. Richtig. Das eine Hemd, das was ich euch gleich zeigen werde, ja, hol mal raus. Sofort eingegangen. Film nicht mal in Jogginghose. Das ist dieses Hemd hier. Das habe ich meistens zum Überwerfen. Oh Gott, das beißt sich gerade. Okay. Richtig. Das beißt sich, das mag zwar sein. Aber es geht um die Qualität dieses Hemdes. Erstens ist es eingegangen wie die Sau. Das ist eine Katastrophe. Ja, Nähte und sonst was. Es kräuselt sich auch, das Material hier. Also das ist, und ich habe es wirklich nur 3-4 Mal angehabt. Ja, es ist halt massiv eingegangen, ne? Also das ist damals tatsächlich auch auf meinen Mist gewachsen, das wir da bestellt haben, weil ich verschiedenen Influencern gefolgt bin und die Werbung gemacht haben und die gesagt haben, doch, so eine tolle Qualität, kann man vergleichen mit Zara. Und dann dachte ich mir, ja gut, Manu ist ja eh so ein Fan, können wir mal ausprobieren. Und haben ihm ein paar T-Shirts und so ein Hemd bestellt. Und Weit gefilmt, also wirklich. Vor allem absolut. Die Retoure war halt krass. Wir haben, glaube ich, 3-4 T-Shirts zurückgeschickt. Also ich glaube, die Summe war vielleicht 15 Euro. Es hat so lange gedauert, bis wir da tatsächlich was, also bis wir quasi die Retoure bestätigt bekommen haben. Ich glaube, es waren 20 Euro in Summe. Und dann kamen diese einzelnen Shirts, die ich bestellt habe. In einzelne Summen wurde das überwiesen. Und es hat ewig gedauert. Ich glaube, ein paar Monate später habe ich dann diese 3, 4, 5, 6, 7, 8 Euro Retoure, was ich da bekommen habe, zurückerstattet. Ich habe das schon längst vergessen gehabt. Ich hätte auch nicht mehr nachgehakt. Das war so günstig, dass dir die Retoure nicht auffällt. Es ist halt was anderes, wenn du eine Levi's Jeans bestellst für 100 Euro oder noch mehr. Ja. Da merkst du das natürlich, ob da eine Retoure kommt oder nicht. Und dementsprechend, das ist absoluter Müll. Und seitdem haben wir nie wieder bestellt. Und raten davon dringend ab. Ja, aber ich frage mich halt immer, beziehungsweise was heißt, ich frage mich halt immer, ich meine, bei Zara kostet es ja auch mehr. Also bei Zara so ein Hemd für Männer kostet safe an die 50 Euro aufwärts. Bei Trendyol zum Beispiel oder bei Shein oder wie auch immer, so ein T-Shirt oder so ein Hemd für 5 Euro. Also wie kommt dieser Preis zustande? Wie kann das sein? Ist das alles ein Resultat von Fast Fashion? Die Frage ist doch, was ist überhaupt Fast Fashion? Fast Fashion bedeutet, dass die Bekleidungsindustrie trendbezogen und billig produziert, damit der Endkunde am Ende mehr kauft. Sprich, daher kommt es auch zustande von wegen, das ist alte Kollektion. Welche Shops bzw. welche Marken gehören denn überhaupt zu Fast Fashion? Dazu zählt H&M, Zara, Primark, Mango, New Yorker, Bershka, diese ganzen... Trendyol, Shein. Genau, diese ganzen tausende und abertausende Marken, die regelmäßig in kurzen und schnellen Abständen neue Trends erschaffen. Die ihr also in den meisten Apps sehr stark vertreten findet oder aber auch in der Innenstadt. Eine Studie zeigt dabei, dass wir nur 32% unserer Kleidung tatsächlich nutzen, sich der Durchschnittsmensch im Jahr aber ca. 60 neue Kleidungsstücke kauft. Das heißt, wir haben viel zu viele Kleidungsstücke, die wir gar nicht benötigen und wir kaufen immer wieder neu, immer wieder neu. Unter anderem durch Social Media. Und durch diese Fast Fashion eben da es so kollektionsbezogen ist. Daher die Frage erstmal, wo wird denn Fast Fashion überhaupt produziert und wie? Naja, ein Anhaltspunkt ist, dadurch, dass es sehr günstig sein muss, bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass es nicht in Europa hergestellt wird, weil unsere Arbeitslöhne bzw. unsere Entlohnung viel zu hoch wäre. Deswegen wird meist in Bangladesch oder in Indien produziert.
Wonach schreit das? Offensichtlich nach Kinderarbeit. Dies hat zur Folge, dass bei einem normalen T-Shirt für 29 Euro die tatsächliche Entlohnung für den Arbeiter als solcher 18 Cent beträgt. Da müssen wir uns allein schon fragen, was bekommen Kinder denn dann bei einem 5-Euro-T-Shirt? Welche Entlohnung wird da überhaupt noch entrichtet? Und welche Arbeitsbedingungen herrschen dort? Dass in diesem Kontext schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, sollte wohl klar sein. Sprich aber auch kein Urlaub, kein Krankengeld oder sonst was. Das bedeutet, wenn die Arbeiter krank sind, arbeiten sie weiter, weil sie sonst den Unterhalt und die Ernährung der Familie nicht gewährleisten können. Und die Kinder können nicht in die Schule gehen, eben weil der Unterhalt der Eltern allein nicht reicht. Das bedeutet, das kranke Kind muss zur Arbeit gehen, da es keine Krankheitstage gibt. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Nämlich die Umwelt. Für ein einzelnes T-Shirt werden knapp 2700 Liter Wasser benötigt. Das entspricht einer 2,5-jährigen Versorgung eines Durchschnittsmenschen. Kommen wir zum letzten Aspekt. Social Media wird da draußen immer größer. Und trotzdem werden billige Shops, wobei es offensichtlich ist, dass Fast Fashion betrieben wird, von Influencern beworben. Die Retoure wird hervorgehoben, wie einfach doch alles funktioniert. Die Qualität ist besser als erwartet. Die Frage ist, was hat man erwartet? Die Influencer, die teilweise bewerben, dass Veganismus die einzig sinnvolle Art zu leben ist, bewerben gleichzeitig Shein. Oder Trendyol. Deswegen ist Fast Fashion auch immer noch so beliebt, weil die minderwertige Qualität und die schlechten Arbeitsbedingungen durch unsere Influencer, die wir alle so anhimmeln, angepriesen wird und beworben wird. Okay, Freunde, wir dachten uns jetzt einfach mal, weil wir es jetzt gerade einfach von Trendyol und so hatten und wie die Preise zustande kommen, dass wir mal Preise vergleichen kurz zwischen fairer Fashion und Fast Fashion. Ja, was gibt's denn da für Shops? Also ich kenne Hess Natur. Das kannte ich vorher nicht. Das klingt sehr deutsch. Okay, und dann vergleichen wir doch mal Hess Natur. Hat Trendyol eigentlich eine Website? Natürlich, wo haben wir denn bestellt? Ich dachte, wir haben das über die App gemacht. Guck dir das mal an. Da wirst du schon erschlagen. Crazy Deals, must have, 5 bis 10 Euro. Hier klicken, da wirst du schon erschlagen. Da wirst du schon erschlagen, ein Gutscheincode. Geht mir schon wieder auf die Nerven. Okay, wir vergleichen einfach mal eine Jeans. Ich würde sagen, das ist immer Standard, oder? Ja, High-Waist Jeans hier. Wo ist High-Waist? Ist das nicht High-Waist? Das ist eine Mom-Jeans. Ja, eine Mom-Jeans ist immer gut. 18,99. Krass. Und jetzt können wir hier, okay, hier kriegst du auch Rabattcodes. Ja, okay. Jetzt gehen wir mal auf Jeans. Momfit. 130. Also 20. 20 zu 130. Das ist schon ein krasser Unterschied. Es ist ein krasser Unterschied, aber das eine ist vegan und fair trade sozusagen. Und das andere ist made in Bangladesch. Made with ja, guck mal. Kids hands und weiß was ich. Die hier, also bei anderen Fair Fashion, also jetzt bei Armed Angels zum Beispiel, finde ich es gerade für 100. Ja, also, sorry, es aber ist schon ein krasser Preisunterschied. Es ist klar, dass sich das viele nicht so leisten können. Das ist klar, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ein Riesenpreisunterschied. Ja, die Sache krass, ist, Wahnsinn. Die Sache ist nur, habe ich 5 von Trendyol, 5 Hosen? Ja, und vor allem wie oft, ne? Richtig, und zumal zu was von der Qualität? Klar, es sind 100 Euro zu 18 oder 20 Euro oder lass es mal 30 Euro sein im Schnitt. 18 Euro war jetzt die günstigste, was wir auf Anhieb gefunden haben. Aber lass es mal 30 Euro sein. So, jetzt ist die Frage, ein Drittel, die Hose kostet ein Drittel aber von wenn man, der hier. Ja, und wenn man es aber so nimmt, eine Levi's Jeans kostet auch locker 100 Euro. Mhm. Also ist die quasi die Frage, ob die einzige richtige Verhaltensweise die ist, Fair Fashion auf jeden Fall zu vermeiden. Was kann jeder Einzelne tun? Wie wir schon gesehen haben, gibt es erhebliche Preisunterschiede. Und wir sind ganz ehrlich, sowas kann sich einfach nicht jeder einfach leisten. Aber wenn wir alle wissen, dass Fast Fashion so schädlich ist für Mensch und Umwelt, warum gehen wir dann überhaupt noch hin und kaufen uns bei entsprechenden Labels Klamotten? Und warum gehen die ganzen Warnsignale ins Leere? Ein Unfall, der sich 2013 ereignete und Tausende an Menschenleben gekostet hat, die in der Fast-Fashion-Industrie im Ausland gearbeitet haben, ist inzwischen schon längst wieder vergessen. Damals war das Mitleid und die Aufmerksamkeit groß, aber 10 Jahre später weiß keiner mehr davon. Im Endeffekt weiß keiner so genau, was effektiv dagegen getan werden kann. Denn man muss immer bei sich selbst anfangen. Aber lasst euch nicht täuschen, denn teuer ist nicht immer gleich besser, denn auch teure Labels
können von Kindern produziert werden oder von Erwachsenen, die unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Es gilt, Bewusstsein zu schaffen und mit Familie und Freunden einfach über dieses Thema und diese Problematik reden. Und wenn es für euch machbar ist, dann boykottiert diese Läden. Aber kommt nicht mit dem Zeigefinger auf alle zu, denn es ist nicht so einfach. Richtig, und es besteht nicht immer das Schwarz und Weiße. Am besten ist einfach darüber reden, ein Bewusstsein sich schaffen, auf Fairtrade-Labels achten, denn auch sowas ist inzwischen in der Modewelt angekommen. Wir haben auch eine positive Nachricht, denn die Kinderarbeit geht stetig zurück. Im Jahr 2000 waren es noch 256 Millionen Kinder, im Jahr 2016 nur noch 152 Millionen. Also ein erheblicher Rückschritt. Was wollen wir euch also mit auf den Weg geben? Macht euch das Thema bewusst, redet darüber, boykottiert, wenn es euch möglich ist und vor allem ein großer Tipp, den wir schon oft angesprochen haben. Kauft Secondhand. Das ist so ziemlich das umweltfreundlichste und nachhaltigste überhaupt. Und dann kann auch ein Shein-Oberteil nachhaltig werden. Ach ja, und bevor wir es vergessen, weniger ist mehr. Ich gucke ja niemanden an. Es gibt Kleiderschränke, die platzen aus allen Himmelsrichtungen. Und schaut doch einfach darauf, dass ihr nicht einer dieser Durchschnittsmenschen seid, der sich im Jahr 60 neue Kleidungsstücke kauft, obwohl er nur 32% davon anzieht. So, liebe Leute, das war schon wieder von unserer Seite aus. Wir hoffen, dieses Video hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil uns hat es das auf jeden Fall, vor allem viele Dinge wussten wir so gar nicht. Also ich habe zum Beispiel mal gedacht, Zalando wäre einer der besseren Shops, aber... Und für mehr würden wir uns freuen, wenn ihr euch unseren Kanal näher anschaut, den Kanal abonniert, einen Daumen da lasst und einen Kommentar. Genau, und damit schmeißen wir euch jetzt raus, weil wir gehen jetzt grillen. Tschüss! Okay. Girl! Wie, du wurdest wie kann es sein, du wurdest geinfluenced von Too Hot to Handle Germany? Okay? Deswegen haben wir es auch nicht zu Ende geschaut. Girl! Okay, gut, das reicht. Stop it here! Now! Stop. Okay, das war zu viel.